In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Hi ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe gerade eben den letzten Vlog beendet und fange jetzt direkt einen neuen an. Ja, weil das andere, da ging es ja nur um das OP. Auf jeden Fall hat gerade der Paketbote geklingelt und ich habe zwei Pakete bekommen. Drei. Zum einen habe ich jetzt zweimal die Brownies-Box bekommen, weil ich die letzten Monate nicht bekommen habe. Und ich habe euch ja gesagt, dass ich auf diese hier warte, damit ich die Sachen, die ich nicht benutze, auf eBay verschenken kann. Wir kommen auch mal an. So, und zwar ist das einmal die Goodness-Box. Da ist einmal von Buitoni. Die Marke kenne ich. Das ist doch, die Farben doch Nudeln, ne? Rezepte aus der Toskana. Knusprig und ballaststoffreich. Extra dünn. Vollkornbrot. Okay. Cool. Da bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Dann haben wir hier einmal aus Dublin. Ich denke mal, das ist irgendein Bier. Ja, 4,2% Alkohol. Einmal das. Dann eins meiner Lieblingsgetränke seit neuestem. Die kannte ich vorher gar nicht. Orange, Mango, Passionsfrucht. Das ist ein bisschen säuerlich. Bio-Bio-Limo. Leicht. Bio. Dann haben wir unten noch... Das sieht schon mal gut aus hier. Kinder Country. Warte, Schatz. Dann haben wir hier, das verschenke ich auf jeden Fall, Lorca, Chocolate. Was ist denn, Schatz? Sumitschüss. Einmal das. So, dann haben wir hier, das sieht sehr hochwertig aus. Robert Fascination. Edelgefüllte Schokoladenpralinen in 4 hochwertigen Sorten. Das sieht sehr hochwertig aus. Das stimmt allerdings. Wir haben hier einmal Tiramisu, Crème Brûlée, Crème Brûlée, Sabayone und Mousse Our Chocolate. Das kann man sehr gut verschenken. Ich bin mir auch sicher, dass es nicht so billig ist. So, dann haben wir hier einmal Prinzenrolle, Milchschatz. Das hatten wir auch in der Prinzenrollenbox. Das schmeckt sehr gut. Das hat auch der hat eine Packung komplett alleine gegessen an einem Abend. Dann haben wir hier Baileys. Ich mag ja Baileys total. Baileys auf Eis. Wie viel ist das jetzt? Das sind 50 Milliliter. Einmal das hier. Das schmeckt auch sehr gut im Kaffee oder so. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal probiert habt. Das ist die erste Box. Ja, auf jeden Fall ist hier das News-Magazin mit drinnen. Dann haben wir hier einmal Proteinchips Barbecue. Einmal das, so eine kleine Packung. Dann haben wir hier Sweet Black Tea Vegan. Fertig in 2 Minuten. Habe ich auch noch nie gesehen. Dann haben wir hier einmal My Rock Café. Ach, das sind diese Kapseln. Die kann ich leider nicht benutzen. Aber das kann man auch gut verschenken. Was ist das? Superfood Drink. Der kleine Sattmacher. Gurke Birne ist das jetzt. Das würde ich auch trinken. Dann haben wir hier noch was. Flüssiges Hühnereiweiß aus 16 Eiern. Eiweiß. Eier? Habe ich auch noch nie in meinem Leben sowas gesehen, ne? Okay, das werde ich auf jeden Fall verschenken. Dann haben wir hier Irish Cream Liqueur. Auch Alkohol. Und einmal Kokosnusswasser. Bio-Kokosnusswasser mit Fruchtfleisch. Ah, hier sieht man sogar das Fruchtfleisch. Seht ihr das? Das ist jetzt nichts für mich, ich mag kein Kokosnuss, also kein frisches Kokosnusswasser. So ihr Lieben, dann haben wir noch was zugeschickt bekommen. Das sollten wir eigentlich schon letztes Jahr im November zugeschickt bekommen haben. So ihr Lieben, ich erkläre euch mal kurz die Flasche. Und zwar kommt hier das Pulver rein für die Milch. Dann ist hier ein Ball drinnen. Seht ihr das? Der ist dann so drauf.
Dann könnt ihr das so transportieren, ganz normal. Und dann kommt da Wasser drauf. Ihr macht natürlich den Deckel zu und hier oben das Ding auch. Wo mache ich das denn jetzt? Genau, das macht ihr auch komplett zu. Und dann schüttelt ihr das. Und das wird dann richtig durchgeschüttelt durch diesen Ball da drin. Seht ihr das? Und dann kann das Kind das trinken. Das ist auf jeden Fall toxinfrei. Tropft nicht, spülmaschinenfest und antikolik. Also keine Blähungen. Genau, keine Blähungen. Ja, ich werde das natürlich jetzt nicht benutzen. Ich habe das aber trotzdem gewaschen. Das kommt jetzt weg für das nächste Baby. Ich weiß aber nicht, ob ich mit der Flasche ernähren werde oder auch stillen werde. Ich werde auf jeden Fall versuchen zu stillen, aber man weiß ja nie, ne, ob es klappt oder nicht klappt. Aber ich habe noch genug Zeit. Wir sind ja nicht mal schwanger. Ey. Ach. So, ihr Lieben, ich werde jetzt hier mal ein bisschen ausmisten. Ich zeige euch aber gleich, was ich hier alles verschenken werde. Übrigens ist das die Verpackung gewesen. Richtig hochwertig sieht die aus. Die gibt es auch natürlich in verschiedenen Farben. Und hier ist so ein Herzchen. Ja, ich packe das wieder hier rein. So. Ab 0 Monaten, ne? Und das hat natürlich diese Mundöffnung wie bei den Busen. So. Also das war schon alles drinnen. Ups, das hier auch. Das habe ich doch nicht benutzt. Ja, was ich jetzt noch mit reinpacken werde, ist dieses Protein. Ja, Schatz, warte. Das hier. Was ist das? Dieser Tee. Ich weiß, wenn ich das jetzt aufbewahre, wird das eh nicht getrunken bei uns. Deswegen soll das lieber weg. Das packe ich noch ein. Hier diesen Kaffee. Ja, das war es auch. Den Rest würden wir benutzen. Kokosnusssaft mag auch der total gerne. Deswegen würde ich das behalten. Ja. Ja, es gibt nichts anderes, was ich mit reinpacken könnte. Aber ich denke mal, das reicht auch, oder? Oder ich bewahre das noch ein bisschen auf bis nächsten Monat, dann kommt da noch mehr rein. So, ihr Lieben, ich fahre jetzt doch nicht zu Mama. Oh Gott, was ist das denn? Und zwar, Lina schläft jetzt. Hakan schläft heute bei uns. Wir fahren morgen zu Mama, weil es regnet total und Mama soll sich morgen ausruhen. Dann gehen wir Sonntag zusammen mit Hakan und Furkan mit Auda raus. Bei mir ist so arschkalt, ey. Ach Mann. Lena schläft hier. Und ich leg mich jetzt auch zu und leg mich ein bisschen zu ihr. Glaubt ihr, ich bin immer noch kaputt vom Krankenhausaufenthalt? An dem Tag, wo wir hier angekommen sind, haben wir, glaube ich, 3 Stunden oder so mit Lena geschlafen. Obwohl Lina schon Mittagsschlaf hatte. Aber eine Narkose ist normal, dass man ein paar Tage danach auch noch kaputt ist. Ist ja nichts Einfaches für ein kleines Kind. Aber Schmerzen hat sie, glaube ich, nicht mehr. Sie weint nämlich gar nicht mehr. Sobald man ihre Hand anfasst oder so. Schaut mal, wie süß. Übrigens will ich mir meine Haare kurz schneiden lassen. Was sagt ihr? Also ein Bob. Ich hatte das ja damals. Ich habe jetzt leider kein Foto, aber ich versuche euch mal eins einzublenden. Wenn ich eins auf dem Laptop finde. Ja, ich gucke jetzt meine türkische Serie ein bisschen. Introduction oder so. Wie heißt die? Moment. Intersection heißt die. Die gibt's auf Netflix auf Spanisch und auf Türkisch. Komisch, ne? Aber nicht auf Deutsch. Naja. Kördüm heißt das, glaube ich, auf Türkisch. Und dann essen wir auch gleich, wenn Nina aufgewacht ist. Ihr Lieben, es ist schon dunkler, wie man sehen kann. Hakan kommt jetzt hier hin. Also der ist gerade im Bus. Und dann fahren wir in die Arkaden. Der wollte jetzt unbedingt in die Arkaden, weil er letzte Woche bei TK Maxx eine Sonnenbrille gesehen hat und die jetzt kaufen will. Ich hoffe, die gibt's noch, weil das war genau vor einer Woche, ne? Lina spielt die ganze Zeit mit der Flasche. Ich habe die eben eigentlich eingepackt wieder, so, aber... Da! So. So. Sag mal danke für eure Genesungswünsche. So. Sag mal danke. So.
Süße. Ja, Süße. Sag mal Danke. Nina. Aha. Ja, das gehört da hier. Sag mal Danke. Das ist deins. Ja, das ist deins. Da hier. Nina, euch. Sag mal Danke. Oh, langsam, langsam. Papa, die Papa, bye. Bye? Wie ist das denn? Ah ja, die Rätsel. Jo. So, jetzt sag mal bye, da ihr kommt gleich. Oh, Baba. Baba. Bye. Bye. Oh. Wenn es ums Rausgehen geht, ne? Da musst du drücken, hier. Auf den Rücken, ja. So, ihr Lieben, ich habe mich jetzt fertig gemacht. Heute ist übrigens der nächste Tag. Ich habe wieder das selber nicht weiß, aber ich habe das gestern direkt umgezogen. Mir ging es gestern richtig schlecht. Also, ich hatte total Schnupfen, ich hatte nicht mal Kraft, mit Haka einen Film zu schauen. Stellt euch vor, ich habe ihm gesagt, ich gehe jetzt schlafen. Ich konnte wirklich nicht. Ja, jetzt habe ich die Sachen gepackt. Lena kriegt heute hier ein Elsenkleid. Mein Laptop muss ich mitnehmen, damit ich das Video hochladen kann für die OP. Und sonst hat Oda die Heizung ausgemacht. Sind eure Männer auch so, die machen das Fenster auf, aber vergessen die Heizung auszumachen. Oder hat früher gar nicht daran gedacht, aber mittlerweile denkt er dran. Nachdem ich das 100. Mal oder so gesagt habe. Ja, ich muss mir das Krankenversicherungskarte trotzdem mitnehmen. Man weiß ja nie, falls sie Schmerzen bekommt. Ach, ich habe Armschmerzen. Meine Schminke habe ich auch noch nicht mitgenommen. Ich wollte übrigens zum Friseur, aber. Oder meinte, warte noch, bis es wärmer wird. Mal schauen, wie ich das mache. Achso, die Schminke habe ich eingepackt. Boah, ich bin so durcheinander gerade. So, ein Schlüssel, falls wir mit meiner Mama noch kommen sollten. Linas Wickeltasche. So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen und wenn doch, dann habe ich noch was bei Kaufland. Ich muss eigentlich noch die H&M-Tüte zurückgeben, was ich bestellt habe. Habe ich euch gezeigt, ne? Habe ich euch ja gezeigt, was ich alles bestellt habe. So, Linas Schmerzsaft. Ibuflam. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ich habe Durst. Oh, der ist schon im Auto. Der hat das Auto angemacht, damit es wärmer wird. So. Jetzt aber. Mein Portemonnaie brauche ich nicht. Geld habe ich hier. Lena hat übrigens 1 Euro von mir genommen, weil sie Düt machen will, meinte sie. Sie wollte nicht 2 Euro, nein, sie wollte 1 Euro, weil sie weiß, 2 Euro passt da nicht rein. So, ich ziehe auch meine Schuhe direkt an. Es ist so schön, Lena wieder lachen zu sehen, Leute. Ich habe ja heute das Video bearbeitet, wegen Ninas OP. Und als ich gesehen habe, wie ich geweint habe, habe ich wieder angefangen zu weinen. Ist das bei euch auch so? Wenn ihr alte Videos seht, wie ihr geweint habt, müsst ihr nochmal weinen. Bei mir ist das immer so. Also egal, welches Video ich schaue, wo ich am Weinen war, da muss ich wieder heulen. So. Genau. Also bis gleich, ihr Lieben. Meine Hände werden jetzt voll. Wow. Guck mal hier. Soll ich dir helfen? Ja, du kannst das so aufreißen. Achade? Ach, Ferien. Wow.
Sollen wir das zusammenbauen? Ja. Ja? Baby. Ja, das. Du musst dein Baby in der. So, das ist das Bett. Das ist einmal der Schlafsack. Und den hat Marsha reingelegt, ne? Und den hat noch diesen Stuhl da bekommen, weil sie das sehr gut überstanden hat und tapfer mitgemacht hat. Wie man sieht, ist ihr Verband auch ab. Das muss jetzt so abheilen. Melinosch? Baby. Das hat übrigens 25 Euro gekostet. War runtergesetzt bei Müller. Ups. Öbür bebeğini de getir buraya koyalım hadi. Bak orada bebeğin var ya. Ich habe euch ja gerade gezeigt, Lina hat ein Geschenk von uns bekommen, weil sie heute total tapfer war. Die haben heute diesen Handschuh abgemacht an Linas Hand. Und sie war, klar hat sie geweint, aber sie war total tapfer, finde ich. Und ja, jetzt müssen wir das natürlich eincremen mit Bepanthencreme, dreimal täglich. Moment, ich muss mal hier das aufmachen. Genau. Wir müssen das dreimal täglich eincremen. Die Wunde ist jetzt nicht mehr offen, da ist neue Haut nachgewachsen. Ich habe natürlich total Angst. In meinen Augen sieht das immer noch so aus, als ob die Wunde offen wäre. Ist sie aber nicht, hat der Arzt gesagt. Wir müssen halt aufpassen, dass sie nicht an Sand und so kommt. Genau. Ansonsten hat sie, wie gesagt, dieses Set bekommen von Müller. Für 25 Euro war das runtergesetzt. Dann hat Audrey ihr so einen Stuhl gekauft. Wir frühstücken ja ab und zu am kleinen Tisch und damit sie mit uns essen kann. Und ansonsten waren wir heute beim türkischen Konsulat. Audrey hat jetzt sein Visum bekommen endlich. Das hat ja nicht lange gedauert. Wir waren jetzt Freitag oder Donnerstag da und haben jetzt. Nee, wir waren Donnerstag da und haben heute Montag, haben das auch direkt bekommen. Und die Frau, die das Visum austeilt, die ist so unfreundlich. Die meinte zu uns, also ich habe ihr gesagt, dass wir einen Termin im Krankenhaus haben, weil wegen Verbandswechsel und so. Dann meinte sie, okay, dann kommen sie am Montag um 8.30 Uhr schon. Dann waren wir heute um 9 Uhr da. Dann sagt sie zu mir, ja, wer hat sie denn gerufen um 9 Uhr? Sie sollen doch erst um 14 Uhr kommen. Dann habe ich zu ihr gesagt, ja, sie haben uns gerufen. Sie haben doch gesagt, um 8.30 Uhr, 9 Uhr, weil wir ins Krankenhaus müssen. Okay, so richtig. Die war auch letztes Mal schon so unfreundlich und meinte, sie sind viel zu früh da. Kommst du zu früh, bist du scheiße. Kommst du spät, bist du scheiße. Oh Mann. Ich weiß nicht, ob das wegen dem schlechten Wetter ist, was draußen gerade so ist, aber... Ich meine, ich kann ja nichts dafür, ne? Ich bestimme das ja nicht. So, die zweite Ladung ist jetzt reingeschmissen. Lina kann übrigens jetzt wieder normal die Reha kanzeln, aber sie hat Angst, dass sie, weil die Wunde halt offen aussieht. Sie ist natürlich nicht offen. Sie denkt aber, dass sie offen ist. Hat sie jetzt auch Angst, die Diakon so anzuziehen. Übrigens muss ich heute zur Packstation, weil irgendein Paket ist da. Und Linas Kleid ist da von Elsa. Die mir auf Instagram folgen, haben das bestimmt gesehen. Aber Lina zieht das eh gleich an, dann zeige ich euch das. Dann bin ich voll verschnupft. Bin auch ein bisschen krank. Und deswegen habe ich mir Tabletten gekauft. Von Vic. Also, ja, Tabletten, ne? Genau. Die hier. Daymed. Ja, ich habe die jetzt für mittags genommen, weil sie meinte, wenn sie das nachts nehmen, dann kann sein, dass sie dann länger schlafen wollen. Also der Körper sich dann richtig ausruht und das kann ich mir nicht erlauben, ne? Mit Lina. Ja, dann habe ich für Lina einmal diesen Ei geholt, aber das hat sie noch nicht bekommen. Sie isst nie die Schokolade. Das ist bei euren Kindern auch so, also sie will nur gucken, was drin ist. Dann war ich kurz bei Kanada. Dann bin ich Teller gekauft. Die haben nicht viel gekauft, nur das, was ich heute kochen werde. Einmal Tomaten, hatten wir gar keine mehr da. Dann einmal Tofu,
Kartoffeln. Ich liebe ja die Kartoffeln vom Türken. Für Kumpir benutze ich übrigens auch die Kartoffeln vom Türken. Da fragen mich immer total viele. Und einmal habe ich dieses Hähnchenwürzsalz mitgenommen, weil heute gibt es bei uns Hähnchenkeulen. Meine Mutter hat gestern welche gemacht und Lina wollte danach noch welche, obwohl es kein Make-up gab. Dann dachte ich mir, komm, dann kaufe ich ihr das heute und mache ihr das. Ich mag das zwar nicht so gerne, aber wenn sie das mag, gerne. Ja, ihr Lieben, ich mache jetzt noch Wäsche und danach melde ich mich gleich, wenn ich anfange zu kochen. So ihr Lieben, ich habe das jetzt mariniert. Wir haben jetzt 13.45 Uhr. Ich lasse das jetzt so bis 15.30 Uhr ungefähr im Backofen. Im Backofen sage ich, im Kühlschrank, und danach schiebe ich das in den Backofen rein.